Hi. Wahrscheinlich könnt ihr mich ganz schön schlecht verstehen, aber ich fahre jetzt mit der Fähre nach Ladik von Mahé aus. Das ist ein sehr, 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 sehr geiler Anblick. Ich muss selber nochmal gucken. Das ist schon echt ziemlich geil. Also wir verlassen jetzt mit so einem Katamaran, also ja, Boot mit zwei Rümpfen und nichts dazwischen, aber ohne Segel, sondern mit ordentlich PS im Motorraum verlassen wir halt die Hauptinsel Mahé und also ich und viele andere noch. Ja, mal gucken. Ist ganz cool, macht Spaß. Diesen Ausblick zu genießen. Es hat heute Nacht so krass und so lange geschüttet, dass ich irgendwie gar nicht vorstellen kann, wo das ganze Wasser hin ist. Aber am Ende der Insel ist ja Ozean, da kann das ja reinlaufen. Jetzt weiß ich auch, warum die so eine riesen Abwasserkanäle neben den Straßen haben, weil also so krass habe ich das hier noch nicht erlebt. So einen krassen Platzregen, ja, aber noch nicht so viel. Ja, also der Grund, den habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesagt. Wir hatten am Donnerstag hatten wir eine Hochzeit von einem Pärchen aus der Schweiz. Die sind beide schwanger. Also eigentlich nur sie, aber ich glaube, er hat auch ein bisschen Mühe gegeben, damit sie nicht so auffällt. Und ja, das werdet ihr auf jeden Fall auf den Bildern sehen, denke ich. Und ja, ich sitze jetzt hier, warte. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Vielleicht auch eine Stunde, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Da drüben seht ihr noch ein bisschen Insel und ja, hinter mir Mahé und die Wolken noch am Berg hängen. Es hat jetzt aber nicht geregnet, ein bisschen gepieselt noch, aber ja, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen, weil es schon ziemlich laut ist hier. Ja, das ist alles, was ich jetzt gerade zu sagen habe. Ich versuche auf jeden Fall die Ankunft an der Trauminsel auf jeden Fall zu dokumentieren, weil es einfach nur unglaublich geil ist. Schauen wir mal, wie das Wetter dort ist. Ja, hier ist es warm, aber natürlich typischer Hamburger Himmel. Aber das ist eigentlich egal bei der Temperatur. Okay, später.